Liebe Gäste, im Namen unserer Initiative See und Stadt und Bregenz begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Vortrag von Herrn Professor Dietmar Eberle im Rahmen unserer Reihe Stadtimpulse. Ganz besonders freuen wir uns, dass Bürgermeister Linhardt wieder unter den Zuhörern ist, Vertreter der politischen Parteien im Stadtrat und die Stadtplanung. Bevor ich Herrn Professor Eberle die Bühne überlasse, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, wie wir weitermachen werden. Wir freuen uns sehr, dass unsere Angebote, die Stadtspaziergänge und jeden ersten Samstagvormittag im Monat und unsere Stadtimpulse hier im Vorarlberg-Museum so regen Zuspruch finden. Immer wieder erhalten wir Rückmeldungen, dass unsere Angebote neue Blickwinkel auf den so altbekannt scheinenden Stadtraum ermöglichen und neue Nutzungspotenziale eröffnen. Gleichzeitig erschließen sich auch für uns immer neue Ebenen von Stadtplanung und der Qualitäten öffentlichen Lebens in der Stadt. Zwei spannende Referenten haben uns für den Mai und für den Juni zugesagt, die in unserer Nachbarschaft beispielgebende stadträumliche Prozesse angestoßen haben und moderieren. Jakob Lomberg holt seit einigen Jahren seine recht zurückgezogen lebenden Landsleute aus ihren Wohnungen und aktiviert das Gemeinschafts- und Kulturleben seiner Heimatstadt Helsinki. Am Dienstag, den 16. Mai, wird er uns hier davon berichten. Ari van der Neut aus Amsterdam, der am Mittwoch, den 14. Juni, hierher zu uns kommt, wird uns seine Cityplots genannte Methode vorstellen und davon erzählen, wie er und sein Studio 9 Dots innerstädtische Brachflächen wie den Bregenzer Bahnhofsparkplatz zu vitalen, dichten und intensiv vernetzten Stadtquartieren entwickelt. Das Vorarlberg-Museum hat uns zugesagt, dass wir auch im Herbst wieder einmal monatlich diesen schönen Saal nutzen dürfen. Wir haben uns vorgenommen, bei dieser Gelegenheit Zugänge zu den etwas sperrig scheinenden Themen zukünftige Mobilität und zeitgemäße innerstädtische Handelsstrukturen zu beleuchten. Beide sind Themen, die die zukünftige Gestalt der Bregenzer Innenstadt rund um den Bahnhof intensiv prägen werden. Danke an die Mitarbeiter des Vorarlberg-Museums für die perfekte Betreuung unserer Veranstaltungen hier im Saal. Danke an Monika Heiß für die Organisation der Bewirtung gemeinsam mit dem Vorarlberg-Museumscafé. Bitte gehen Sie auf Ihrem Heimweg nicht achtlos an unserer Spendenbox vorbei. Ihr Beitrag hilft uns, die Reise- und Übernachtungskosten unserer teilweise weit her anreisenden Referenten zu decken. Weit her ist auch das Stichwort, das uns zu Professor Eberle führt. Hittisau und Hongkong sind als prägnante Orte auf der Weltkarte, auf seiner Weltkarte, als Vorarlberger und als international tätiger Architekt und Hochschullehrer markiert. In Bregenz hat er zuletzt zwei niedrige Türme mit runden Kanten an der Reichsstraße gebaut, die einen ersten Eindruck von zwei höheren Türmen geben können, die im Anschluss an das in Entwicklung befindliche Seequartier entstehen sollen. Professor Eberles Beitrag zum Seestadtwettbewerb gemeinsam mit David Chipperfield entwickelt, eine 300 Meter lange Markthalle, die uns allen noch gut in Erinnerung ist, hat sich von den Wettbewerbsvorgaben freigemacht und eine andere, eine stadträumlich gedachte Figur vorgestellt. Aber heute steht nicht der Architekt Dietmar Eberle im Mittelpunkt, sondern der nicht minder profilierte Städtebauer. Als Hochschulprofessor haben Sie, Professor Eberle, mit dem Wohnbauforum der ETH Zürich eine wichtige Institution der Stadtforschung geprägt.
Wir erwarten sehr gespannt Ihren heutigen Vortrag über Dichte und Atmosphäre. Grüß Gott. Wenn man daheim ist, darf man Grüß Gott sagen. Also guten Abend. Und ich wurde gefragt, ob ich da ein bisschen reden will. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Also herzlich gerne. Und ich habe dann gesagt, na, über was soll man reden? Und dann hat man mir gesagt, irgendwas über die Stadt und so. Und dann habe ich gesagt, ja, kann man machen. Also, und insofern, dieser Vortrag, den ich heute Abend halten werde, beschäftigt sich mit drei Themen. Das erste Teil des Vortrags, der relativ kurz ist, sind so Glaubensbekenntnisse meinerseits für das, was ich für unsere Zukunft wichtig halte. Der zweite Teil des Vortrags ist eine große Untersuchung über das Verhältnis des Zusammenhangs zwischen der Dichte eines Quartiers und der Atmosphäre, wobei wir unter Atmosphäre vor allen Dingen das verstehen, was bei den Leuten im Kopf ankommt, wie die sich wirklich fühlen, oder was sie denken und was für Phänomene es dabei zu entstehen, beobachten gibt. Und es ist für die, die es interessiert, es ist ein 500 dickes Seitenbuch, also ist ziemlich schwer, aber es ist ein schönes Buch. Also die, die es bestellen wollen, können es bestellen. Sie müssen nur warten, weil die erste Auflage vergriffen ist, aber die zweite ist in Vorbereitung. Und der dritte Teil möchte ich Ihnen ein paar Perspektiven auf Vorarlberg eröffnen, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben. Also wie kann man auch Vorarlberg ganz anders begreifen, als das, wie wir es halt in unserem Alltag immer gewohnt sind. Also das sind die drei Teile, die ich vorbereitet habe und die ich Ihnen nahebringen möchte. Und aus dem Eins, oder weil das ist ja alles so ein privater Rahmen hier. Insofern, wenn Sie Fragen haben dazwischen, unterbrechen Sie mich einfach. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann können wir auch ein wenig konkreter oder weiter diskutieren. Zu den Glaubensbekenntnissen. Also für mich ist es ganz wichtig, dass das Ziel unserer gesellschaftlichen Entwicklung eine Mittelstandsgesellschaft ist. Das heißt, eine Mittelstandsgesellschaft, die davon geprägt ist, dass es der Mehrheit der Leute, da kann man immer drüber diskutieren, wenn man die Leute selber fragt, bezeichnen sich 80% als Mittelstand, wenn man es dann demografisch und sozioökonomisch betrachtet, sind es ungefähr 65-70%. Aber auf jeden Fall eine Gesellschaft und eine Umwelt, die für den Großteil der Bevölkerung sozusagen lebenswert ist und große Vorteile hat. Mir ist diese Mittelstandsgesellschaft etwas sehr Wichtiges, weil wir ja im Moment sozusagen auf der Welt da über diese Mittelstandsgesellschaft einen großen Kampf erleben, weil es Gesellschaften gibt, die sozusagen viel stärker auf die großen sozialen Unterschiede, wie zum Beispiel die amerikanische Gesellschaft oder wie im Moment die chinesische Gesellschaft oder andere Gesellschaften, also die nicht als Ziel diesen Mittelstand haben. Für mich ist aber der Mittelstand ganz eine wichtige Zielvorstellung, sozusagen als Lebensgrundlage. Diese Idee des Mittelstandes, die hat ganz wesentliche Einflüsse über das, wie wir unsere bauliche Gesellschaft gestalten. Das Zweite ist, was mir ganz wichtig ist, oder? Wir sind es gewohnt, über Inhalte nachzudenken, ohne allerdings über die Zeitrahmen, für wann diese Inhalte überhaupt gültig sind, nachzudenken. Insofern haben wir oft das Problem, dass Leute in der Vergangenheit reden, andere Leute reden in der Zukunft, andere Leute reden über die nächsten 3 Jahre etc. Aber ich denke, dass es wahnsinnig viel bringen würde, wenn wir über inhaltliches Denken immer in Zeitrahmen diskutieren. Wir haben an der ETH wahnsinnig viel Forschung gemacht darüber, dass wir uns gefragt haben, was macht eigentlich Gebäude alt? Weil eines wissen wir, wenn wir über Ökologie und Ressourceneffizienz reden,
dann müssen wir mit den Zeiträumen des Denkens, mit die wir gewohnt sind, das sind im Normalfall Zeiträume von einer Generation, eigentlich aufhören, weil energetisch und ökologisch gesehen das wichtigste Qualität für das, was wir heute machen, seine Langlebigkeit sein wird. Weil das ist der wichtigste Beitrag, den in der gebauten Umwelt wir schlussendlich hinterlassen können. Das heißt, die Langlebigkeit als ein ganz wesentliches Ziel von städtebaulicher Planung widerspricht in einem sehr hohen Maße sozusagen der Funktionszuordnung. Weil Funktionen haben maximal eine Lebensdauer von einer Generation. Eine Generation sind 20, 25 Jahre. Aber Gebäude und das, was wir so lebenswert finden, was wir Identität, Heimat, was wir Wohlbefinden nennen, das sind Bedingungen, die viel länger Gültigkeit haben müssen, als es der Gebrauch dieser Gebäude ausmacht. So sehr wir es gewohnt sind, sozusagen den Gebrauch der Gebäude, die Funktion, als Ausgangspunkt des Denkens zu verwenden, so sehr wissen wir, das ist eine Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und wir leben im Moment ja in Verhältnissen, wo wir alle Lust hätten, viel von dem, was extrem gebrauchsorientiert gebaut ist, abzureißen, weil es nicht dazu in der Lage ist, schlussendlich Antworten auf die Qualität der Umwelt und des Lebens insgesamt zu leisten. Also wenn wir diese Forschungen gemacht haben, haben wir immer eins heraus, wir haben so Bücher geschrieben über Hausbiografien, dass wir mal geschaut haben, was passiert mit einem Haus im Rahmen von 150 Jahren, von 100 Jahren, von 50 Jahren etc. Und das Einzige, was wir dabei festgestellt haben, ist, dass der Gebrauch, der hat sich immer geändert, dieser Häuser. Aber was interessant war, war die Frage, was hat diese Häuser 150, 200 Jahre alt gemacht? Und es war nichts anderes als ihre kulturelle, architektonische, ästhetische Qualität. Man kann es auch anders ausdrücken. Es war nichts anderes als der Beitrag, den diese Häuser zum öffentlichen Raum geleistet haben. Das heißt, wenn wir im 20. Jahrhundert darüber nachgedacht haben, dass der wichtigste Nutzer eines Gebäudes der ist, der das Gebäude betritt, müssen wir im 21. Jahrhundert nachdenken darüber, dass der wichtigste Benutzer eines Gebäudes nur der ist, der an ihm vorbeigeht. Weil in ihm entstehen die Gefühle, die Wertschätzung beziehungsweise die Zuneigung, die langfristig dem Gebäude ein langes Leben geben. Aber dieses lange Leben ist aus ökologischen Gründen so eine Schlüsselfrage. Und Sie kennen das ja alle, wir leben ja in einer Zeit, wo wir uns im Moment wahnsinnig viel überlegen, das, was 40, 50 Jahre alt ist, abzureißen. Ökologischer Wahnsinn. Aber wir machen es halt. Warum? Weil diese Gebäude viel zu sehr auf sozusagen dieses Nicht-Weiterentwickeln der Identität, sondern auf ihre eigene Nutzung bedacht und konzipiert waren. Das Dritte, was für mich ganz eine wesentliche Sache ist, Sie kennen alle, wir sind in einem unendlichen historischen Übergang. Ich behaupte immer, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert, das geprägt war von Fragen der Quantität. Und die Quantität war im 20. Jahrhundert eine ganz wesentliche Frage dessen, wie man das Leben verbessert hat. Aber wir waren davon alle berauscht, höher, weiter, mehr, länger, etc. Also wir haben alles gemessen in Quantitäten. Ich möchte Ihnen zwei ganz kurze Beispiele sagen. Wenn wir noch einmal 100 Jahre so weitermachen würden, wie wir es im 20. Jahrhundert gemacht hätten, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber in einer Stadt wie Zürich und in Bregenz war es nicht wesentlich anders, war 1910 nur ungefähr 15 Quadratmeter oberirdische Bruttogeschossfläche pro Person gebaut. Heute liegen wir bei 80, 90 Quadratmeter.
Das heißt, wenn wir den Flächenverbrauch, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, immer probieren zu erklären mit Bevölkerungswachstum, tut mir leid, wir lügen uns an. Der wirkliche Flächenverbrauch ist durch quantitatives Wachstum unserer Ansprüche entstanden. Wenn wir jetzt aber noch viel lustiger noch einmal das Ganze um 100 Jahre so weitermachen würden, würden wir darauf kommen, dass wir so am Ende des jetzigen, also des 21. Jahrhunderts, ungefähr 450 Quadratmeter Bruttogeschossfläche oberirdisch pro Person hätten. Alle wissen wir, das wird nicht stattfinden. Und jetzt geht es um die Frage, okay, wenn wir schon verstanden haben, dass das nicht mehr passieren wird, was passiert dann? Also wenn wir merken, dass durch dieses quantitative Wachstum Grenzen vorhanden sind, die uns in Sinnlosigkeiten führen, ist doch die Frage, was machen wir dann? Ich will Ihnen noch ein zweites kurzes Beispiel geben, nur damit, ich könnte Ihnen noch 100 solche geben, aber als ganz zweites. 1910 war die, ich liebe das Jahr, erstens liebe ich Zahlen und zweitens das Jahr 1910, aber wenn wir 1910 wieder hernehmen, war die durchschnittliche Lebenserwartung eines Zürichers, wenn er in einfachen gesellschaftlichen Bedingungen gewohnt hat oder gelebt hat, 36 Jahre. Die, wenn er in einer gehobenen gesellschaftlichen Schicht gelebt hat, das sind aber nur 5-7% der Bevölkerung, war das ungefähr bei 46 Jahren. Heute liegen wir, jetzt ohne die soziale Differenzierung durchzuführen, bei 82 Jahren. Wenn wir noch einmal 100 Jahre denselben Fortschritt erleben würden wie jetzt im 20. Jahrhundert, würden wir am Ende des 21. Jahrhunderts durchschnittlich 187 Jahre alt werden. Irgendwo gibt es Grenzen. Und die sind vor 187. Ich könnte Ihnen jetzt noch eine ganze Menge an solchen Beispielen sagen, wo ich Ihnen nur eines erklären will, dass das, was in unseren Köpfen so stark steckt, das, was wir gewohnt sind, darüber nachzudenken, dass das einfach nicht fortschreibbar ist für das 21. Jahrhundert. Eine zweite Sache, die ich noch in dem Zusammenhang relativ einfach sozusagen sagen möchte. Im 20. Jahrhundert war dieses quantitative Wachstum sehr stark bedingt durch materielles Wachstum. Materielles Wachstum auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Wenn Sie mich fragen, was im 21. Jahrhundert sein wird, werden wir lernen müssen, dass eigentlich das Wachstum des 21. Jahrhunderts, wenn wir bei diesem Begriff bleiben, eigentlich viel mehr eine Transformation unseres Wissens in die Verbesserung von unserer Lebensqualität bedeutet. Das heißt, Wachstum wird viel immaterieller als im 20. Jahrhundert. Natürlich, ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, dass ich Ihnen einfach eines sage. Was wir gewohnt waren, wird einfach nicht mehr funktionieren in Zukunft. Und wir sind im Prozess, wo wir uns gedanklich umstellen müssen. Übrigens, das gilt natürlich nicht nur sozusagen für mich oder so, weil das gilt vor allen Dingen auch für unsere ganzen gesetzlichen Systeme, die alle dadurch stark geprägt sind, dass sie probieren, quantitative Fragen zu lösen und quantitative Grenzen zu setzen. Aber wenn wir jetzt gemeinsam eine Diskussion anfangen würden über Qualität, würden wir eins feststellen. Die Diskussion ist kurz. Wenn wir über Quantität reden, die Diskussion ist lang. Das ist aber das, was zum Beispiel im Thema Raumplanung im Land immer noch passiert, dass wir nicht über Qualität reden, sondern dass wir über die Länge der Fußwege reden oder die Freilegung von Bachläufen etc. Alles ehrenwerte Ziele, aber wir sind umso erfolgreicher, je mehr Fußwege wir gemacht haben. Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist. Ich glaube, dort erfordert es eine ganz starke Idee von Umsetzung.
Dann das vierte große Thema, was mir sozusagen sehr wichtig ist, ist die Frage der Effizienz. Ich glaube, wir merken es alle, dass in unserer Gesellschaft große Verteilprozesse im Gange sind. Und sozusagen, das findet natürlich nicht nur innerhalb unserer Gesellschaft statt, sondern vor allen Dingen auch in einem globalen Rahmen erleben wir im Moment große Verteilkämpfe, um die sozusagen langsam als Ende begreifbaren Ressourcen. Ich möchte Ihnen ganz kurz etwas Nettes sagen. Es gibt ein sehr schönes Modell einer 2000-Watt-Gesellschaft, oder wo irgendwelche Forscher an der ETH in den 90er Jahren ausgerechnet haben, wenn wir diese Ressourcen energetischen, die wir auf der Welt zur Verfügung haben, einigermaßen so verteilen wollen, dass alle auf der Welt irgendwie bei natürlich Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums, bei Berücksichtigung des technologischen Fortschrittes etc., dann dürften wir Europäer circa 2000 Watt pro Tag und Person verbrauchen. Sie wissen sicher selber, wie viel Sie im Moment verbrauchen, aber ich glaube, in dem Saal ist niemand, der unter 8000 verbraucht. Das heißt, die Herausforderung für die nächste Generation ist etwas fast Unmögliches, nämlich, wie können wir auf der einen Seite unseren Lebensstandard erhalten, aber gleichzeitig unseren Ressourcenverbrauch um 75% reduzieren. Wenn ich jung wäre, ich beneide die jungen Leute um diese Fragestellung, oder? Ist eine spannende Zeit, weil die können sich darauf verlassen, das, was man jetzt da gemacht hat, das war ziemlich katastrophal. Also müssen wir jetzt mal was Neues machen. Oder? Und das finde ich eine wunderbare Voraussetzung, sozusagen sich mit Fragen dieser Zukunft zu beschäftigen. Also, aber ich werde jetzt ganz gleich aufhören und sozusagen etwas über dieses Buch sagen, das wir da geschrieben haben. Oder? Und ich habe mich ein Leben lang gefragt, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Art der baulichen Organisation unserer Umwelt und dem, wie man sich da drin fühlt, wie sich Menschen da drin fühlen. Also über die bauliche Dichte, das sind die Kennwerte, die wir aus dem 20. Jahrhundert kennen, und die Atmosphäre, nämlich das, wie man sich da drin wirklich fühlt, was ich für die qualitativen Fragen des 21. Jahrhunderts halte. In dem Zusammenhang möchte noch ein bisschen etwas, so nur damit wir so ein bisschen über Vorarlberg reden, etwas Ihnen zeigen. Wir Vorarlberger finden ja immer, wir leben in einer ganz einzigartigen Landschaft etc. Und ich möchte Sie einfach ganz nüchtern beruhigen. Und zwar, Sie sehen, in Vorarlberg gibt es keine Stadt, die größer als 50.000 Einwohner ist. Also da diskutieren wir dann, ob wir bei 30 sind oder bei 500. Ist nicht so tragisch. Aber ich darf Sie trösten, 83% der Schweizer leben in genau denselben Bedingungen, wie wir sie in Vorarlberg haben. Nämlich in Städten und Agglomerationen, in Dörfern und Siedlungen, die kleiner als 50, man könnte es noch schärfer machen, wenn ich jetzt eine Vorarlberger Zahl da hernehme, also die größte Stadt, also die unter 50.000 Einwohner sind. Wenn wir das für Deutschland sehen, dann sehen es auch über 60% der Deutschen leben so, wie wir Vorarlberger leben. In Kleinstädten, in Dörfern, in Siedlungen. Also wir können uns auch, Sie kennen alle im Moment diese Zahlen auf der Welt, dass 50% der Weltbevölkerung bereits in Städten wohnt. Ich darf Sie trösten, diese UNO, das ist eine UNO-Statistik, und die UNO-Statistik zählt alle Orte mit mehr als 5000 Einwohnern als Stadt. Sie können es auch umgekehrt sagen. Mehr als 50% der Menschen leben in Orten, die kleiner sind als 5000 Einwohner. Also insofern, wenn Sie immer was von Metropolen und Urbanität und seien Sie beruhigt, das sind Minderheiten. Die Mehrheit der Menschen lebt nämlich so wie wir Vorarlberger. In vollkommen desaströsen Verhältnissen oder in einem riesigen Flächenverbrauch, in fast unlösbaren Mobilitätsproblemen. Also, aber ich finde immer, wenn wir uns mit Metropolen beschäftigen, beschäftigen wir uns mit dem falschen Thema.
Die Mehrheit der Bevölkerung lebt ganz anders. Insofern, immer wenn Sie etwas über Metropolen hören, gehen Sie einfach davon aus, da redet einer von Minderheiten. Aber eigentlich müssten wir doch, wenn wir uns über die Zukunft Gedanken machen, über die Mehrheit der Menschen reden und nicht über die Minderheit der Menschen. Ich könnte Ihnen dann noch jede Menge andere solche Zahlen geben, aber das sind nur die Länder, weil die so anschließend sind, Schweiz und Deutschland etc. Und es rentiert sich. Aber wissen Sie, in Deutschland ist dann auch so, Sie sehen, dass nur 40% der Menschen leben in Städten, die größer als 50.000 sind. Also eine Stadt wie Ravensburg, die wir jetzt nicht ganz fremd finden, gehört schon zur rechten Seite. Also gehen Sie davon aus, Vorarlberg ist nichts Besonderes. Es ist der Alltag, so wie der Großteil der Europäer lebt. Aber jetzt kann man sagen, das ist unsympathisch, ist in Ordnung, aber es ist einfach so. Wenn wir uns, für mich ist ja relativ einfach, dass mich hauptsächlich interessiert, was interessiert die Leute eigentlich wirklich? Was sind ihre Bedürfnisse? Und wir haben ja an der ETH so eine Methodik ermittelt der Evaluation. Das heißt, wir probieren sozusagen mit Leuten, mit unendlich vielen Interviews herauszufinden, was wollen die Leute eigentlich, oder? Ich könnte Ihnen das jetzt auch auf die Wohnungen bezogen sagen, aber bezogen auf die Orte, an denen sie leben. Und in Wirklichkeit sind das die fünf Begriffe, die immer wieder vorkommen. Erstens, es ist die Privatheit. Zweitens, es ist die Selbstbestimmung. Drittens, nicht so verwunderlich, es ist Kostengünstigkeit. Viertens, es ist Fußläufigkeit. Man will möglichst viel fußläufig erreichen, weil niemand mehr gerne je für alles, was er braucht, ständig ins Auto sitzt. Und fünftens, es ist Öffentlichkeit. Öffentlichkeit heißt ja nichts anderes, als dass man andere Leute treffen will. Oder? Und das möglichst unkompliziert und möglichst schnell und möglichst einfach. Oder? Und das gehört noch zu den Glaubensbekenntnissen, aber das ist ein relativ gutes, soziologisch verifiziertes Glaubensbekenntnis etc. Und um es jetzt noch einmal mit den Glaubensbekenntnissen jetzt zu beenden, das sind so Ziele, die wir sehen für Fragestellungen des 21. Jahrhunderts. Oder Sie sehen, für mich das Wichtigste ist individuelles Wohlbefinden. Es sind die Bedingungen der Umwelt und die Einflüsse. Das Dritte ist, es sind der Einfluss dessen, was man tut, auf die gesellschaftlichen Entwicklungen. Und für, also städtebaulich und architektonisch gibt es drei große Themen, die ich finde, dass sie für das 21. Jahrhundert wichtig sind. Das eine ist die Verdichtung, also wie lernen wir sozusagen besser miteinander umzugehen und darüber werde ich Ihnen nachher ein bisschen mehr erzählen. Das zweite ist Ressourceneffizienz. Ich glaube, wir merken alle, wir sind so am Limit der Ressourcen, die wir verbrauchen und wir Europäer, wissen Sie, wir haben auf der Welt ja ein vollkommen skurriles Problem, oder? Wir denken ja immer, es wäre gut, wenn die anderen auch so leben würden wie wir. Ich darf Sie trösten, es wäre eine Katastrophe. Also wenn die anderen so dumm sind wie wir, wird es ganz schlimm. Dann brechen sofort die Kriege aus. Weil wir viel zu viel an Ressourcen im Vergleich. Ich sage es Ihnen so mal ganz pragmatisch. Ein junger Pakistani, ein ehrenhafter Mensch, der verbraucht in seinem Leben, der darf ein Zehntel der Ressourcen verbrauchen, die wir für uns als vollkommen selbstverständlich voraussetzen. Wie lange wir diesen Zustand aufrechterhalten, den Pakistani in Pakistan zu halten und ihm zu sagen, du, nur ein Zehntel. Der Pakistani fragt uns was ganz anderes. Warum du zehnmal so viel wert? Ist nicht so leicht zu beantworten, diese Frage. Oder wenn wir uns über Flüchtlingsströme und solche Dinge verwundern, das geht um Verteilung. Es ist einfach nicht einsichtig, warum wir so ein, auf dem Globus gesehen, ressourcenintensives Leben führen in Relation zu anderen. Fragen Sie die Flüchtlinge im Mittelmeer, was die in Europa wollen. Das ist ganz einfach. Die wollen, dass ein Teil des Wohlstands, den wir konsumieren, der zum Teil historisch mit Diebstahl verknüpft ist, den wollen sie für sich haben. Es ist nichts Schlimmes. Die sind eigentlich so wie wir.
Also ich glaube, lassen wir das jetzt, aber passt schon. Also, aber verstehen Sie, also diese Ressourceneffizienz, dass wir einfach lernen, mit viel weniger Aufwand unsere Lebensqualität zu erhalten, das ist eine große Frage. Und die dritte große Frage ist natürlich sozusagen, dass wir eins gesehen und gelernt haben, dass denn die Nutzung eines Hauses oder das, was man Funktion nennt oder das, was man Raumprogramm nennt oder das, was man überhaupt Programm nennt, eine maximale Lebensdauer von einer Generation hat. Das sind 20 Jahre. Insofern es ist was fürchterlich Tragisches, also ich rede jetzt nur mit den Architekten unter Ihnen, die Architekturtheorie beruht bis heute darauf, dass wir die Funktion oder die Nutzung des Gebäudes als Ausgangspunkt unseres architektonischen Denkens verwenden. Übrigens machen das auch unsere Gesetze. Darum haben wir Flächenwidmungspläne etc. Also ich finde das so total lustig. Wir haben das ja immer noch, oder? Ist vollkommen obsolet. Oder? Also ich könnte Ihnen jetzt noch so etwas anderes Lustiges sagen. Sie kennen alle diese Zonierungen von Flächenwidmung, also für unterschiedliche Quartiere mit unterschiedlichen Nutzungen. Oder das wurde im Wesentlichen erfunden oder eingeführt in die europäische Raumplanungs- und in die europäische Architekturdiskussion. Um in den 20er, 30er Jahren durch einen sogenannten CIAM-Kongress, das waren so die besten 20, 30 europäischen Architekten, die haben dann eine Charta von Athen geschrieben und es gibt natürlich für jede Menge Vorläufer darüber. Und das Witzige besteht ja darin, dass dieser Kongress, der bis 1955 vorhanden war, wurde von den damaligen Sekretären, das waren die Holländer Aldo van Eyck und da war, also in diesem Kongress, da waren der Corbusier und der Gropius und der Frank und da waren also wirklich alle Guten. Oder? Und 1955 lösen die neuen Sekretäre, der Aldo van Eyck und noch die Smithsons aus England etc., diese CIAM-Bewegung auf und sagen: alles Scheiße, alles falsch. Warum wir das bis heute machen, obwohl die das in den 50er Jahren schon gesehen haben, alles Scheiße. Verstehe ich ja manchmal überhaupt nicht. Aber in unseren gesetzlichen Grundlagen steht das alles noch da drinnen und wir bemühen uns ja auch noch dem gerecht zu werden. Aber da ist ja fürchterliche Tragik, aber bitte, wir nehmen sie zur Kenntnis, dass sie einfach so sei, weil die Nutzung wird sich sowieso viel schneller ändern als maximaler Generationenphänomen. Gut, dann, mich hat es immer interessiert, so, wie kommt man eigentlich drauf, dass man sozusagen eine Siedlungsstruktur so wie da oben links baut oder wie da oben rechts. Also was sind die Gedanken dafür, dass man zu solchen Siedlungsbildern kommt? Oder weil da muss man ja relativ viel tun. Oder? Man muss ja Straßen bauen, man muss dann noch Häuser bauen und man muss noch Bäume pflanzen. Sie sehen es vielleicht relativ schwach. Ich habe mir die Mühe gemacht, etwas von Arnulf Reiner mir abzuschauen. Sie sehen da so weiße Striche da drüber. Ich hoffe, das ist immer die Größe eines Autobahnknotens. Nur damit Sie sehen, was so ein Autobahnknoten, den wir gedankenlos bauen, was der eigentlich bedeutet, oder? Und was der in Relation zu den Siedlungseinheiten eigentlich. Das hat mich immer interessiert, so ein Leben lang, dass mich das fasziniert hat. Warum machen wir jetzt irgendwie so etwas? Oder? Also und man könnte ja sagen, ich weiß nicht, da war einer besoffen oder der andere war schlecht aufgelegt oder ich weiß es ja nicht was. Oder? Aber es muss ja, das sind ja lauter ernsthafte Leute, die sowas gemacht haben und mich hat es immer interessiert, warum die das schlussendlich machen. Und aus den Gründen haben wir dann eine lange Forschungsarbeit von über 6 Jahren gemacht, wo wir folgende gedanklichen Versuch gemacht haben, oder? Also, da in dem Text ist nur etwas relativ Einfaches, oder? Dass es ein bisschen über die Zeit nachdenkt und ein wenig über die Atmosphäre nachdenkt. Und in dem Text, aber Sie müssen den nicht lesen, im Buch ist er witziger. Jetzt bin ich da wieder fallen. Okay, irgendwie schaffe ich es. Also in dem Text, der heißt, da muss man halt einmal durch. Und das, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, es gibt einen bayerischen Komiker, der heißt Polt.
Und dieser Bolt macht eine wunderbare Beschreibung, dass er sozusagen die relative Sinnlosigkeit, Grausigkeit des Weges, die man zu seinem Haus hat, oder beschreibt und dann am Ende sozusagen die Idee seiner Idylle des Häuschens im Grünen steht. Oder? Ich will den jetzt, aber Sie können sich das auch auf dem Internet anschauen, es ist wunderbar. Oder? Und der Bolt macht doch genau das, er beschreibt relativ genau das, was wir alle empfinden. Wir fahren durch sinnlose Gegenden an jede Menge sinnlosem Zeug vorbei, bis wir dorthin kommen, wo wir unsere Idylle sehen, etc. Aber dass die genau die Idylle, die wir dort beschreiben, am Ende die Sinnlosigkeit darstellt für den, der daran vorbeifährt, das ist das, was uns der Bolt nahelegt. Oder? Aber naja, mit dem muss man halt einmal durch. Also man muss da halt einmal durch, dass das, was man selber tut, vielleicht für jemand anderen irgendwas äußerst Perverses oder Komisches ist. Oder? Und weil man natürlich voller Überzeugung und Inbrunst für das kämpft, was man einfach selber tut. Also, mich hat das ein bisschen interessiert und wir haben Folgendes gemacht. Wenn wir eine Stadt analysieren, kann man eine Stadt einteilen in unterschiedliche Dichten. Also Sie kennen das alle aus der Bauordnung. Es gibt Dichte von unter 0,5, dann von 0,5 bis 0,7 und so weiter. Und es gibt die höchsten Dichten, die dann über 3 und sozusagen. Wenn wir über Dichte reden, reden wir immer über Quartiere und nicht über Einzelparzellen. Die Dichte der Einzelparzellen ist dann proportional zu den Quartieren immer etwas höher. Jetzt habe ich mich einmal gefragt, wodurch wird eigentlich der Charakter einer Stadt bestimmt? Und der Charakter der Stadt hängt davon ab, im Wesentlichen, wie viele Quartiere welcher Dichte eigentlich eine Stadt ausmachen. Oder? Und in so einer Stadt wie Bregenz oder sowas, da haben wir ganz wenige Quartiere, die dicht sind und ganz viele, die ganz dünn sind. Aber das heißt, wenn Sie den Unterschied zwischen Berlin und Wien oder München oder Zürich begreifen wollen, werden Sie drauf kommen, dass der wesentliche Stadtcharakter also nicht das ist, was man im Zentrum erlebt, sondern aus wie vielen Anteilen unterschiedlicher Dichten schlussendlich eine Stadt schlussendlich besteht. Insofern kann man das, was wir da gemacht haben, auch übertragen auf relativ kleine Städte oder auf viel größere Städte. Und man muss sich ja nur darüber klar sein, in welcher Form von Dichte oder in welcher Form von Quartier bewege ich mich eigentlich. Oder Sie kennen alle die Diskussionen, die wir im Moment in Vorarlberg haben. Wir tun dann Dichten von 0,6 auf 0,8 und von 0,8 auf 1,0 und dann wird es uns eh schon schlecht. Und manchmal machen wir 1,2 und dann wird es uns ganz schlecht und politisch überhaupt nicht mehr vertretbar etc. Und insofern haben wir nichts anderes gemacht, als dass wir in 4 Städten, Berlin, München, Wien und Zürich, haben wir die ganze Stadt kategorisiert in Quartiere von 0,4, 0,7, 1,0 und so weiter und haben uns angeschaut, was ist eigentlich wichtiger? Ist eigentlich wichtiger die Dichte des Quartiers als Impetus dafür, was wir dort erleben, oder ist wichtiger, ob das Zürich, Berlin oder München ist? Was wir ja zuerst schon mal vermuten würden, weil es ja alles ganz anders ist. Und dabei haben wir ein paar relativ unangenehme Entdeckungen gemacht. Also Sie sehen, das ist jetzt Berlin, Entschuldigung, das ist dann, Entschuldigung, jetzt habe ich es verwechselt, spielt keine Rolle, München, dann kommt Wien und dann kommt Zürich. Oder? Und die violetten Teile sind die Quartiere. Also wir haben absichtlich eins gemacht, dass wir nicht die schlechten Quartiere gesucht haben, sondern die guten. Also nicht, dass man sagen kann, es kann dann immer was schieflaufen, aber wir haben extra die Guten gesucht, dass wir wirklich anhand der positiven Dinge etwas diskutieren und nicht anhand des Fehlerhaften. Sie können sich ja vorstellen, und ich möchte zu dem Begriff Quartier etwas sagen. Also ich sage das immer so, auf der einen Seite leben wir zuerst auf einem Kontinent, dann leben wir im Land,
dann leben wir im Bundesland, dann leben wir im Dorf oder in der Stadt und im Dorf oder in der Stadt leben wir in einem Quartier. Oder? Und die Quartieridentität, oder? Das ist doch das, was uns am nächsten geht. Das ist das, was uns am tiefsten berührt. Insofern ist es ja auch relativ einfach, wenn wir jetzt so in Einfamilienhausgebieten immer von 0,5 auf 0,7 oder so 0,6 widmen. Ist doch relativ einfach. Was machen wir damit? Wir zerstören die Identität dieser Quartiere. Ob das zukunftsfähig ist, glaube ich nicht. Die Leute regen sich ja auch fürchterlich darüber auf, was ich für vollkommen richtig halte. Weil wir schaffen auf der einen Seite, verändern wir den Charakter dieser Quartiere ganz gewaltig, nur durch eine Veränderung von 0,6 auf 0,8, ohne dass wir dabei irgendeinen Gewinn haben. Nein, wir haben die Leute, die dort leben, spüren das, die haben einen Verlust. Darum sind sie dagegen. Ich übrigens auch. Ich finde es ganz schlimm, was wir da machen, dass wir die Quartierscharakteristika dadurch verändern, dass wir ein wenig aufzonen. Und das alles nur, weil wir schlechtes Gewissen haben. Oder wir haben es nimmer, wir trauen uns nimmer sagen, das ist viel besser, wenn wir es nicht verdichten, sondern wenn wir es einfach dünn belassen. Okay, und jetzt möchte ich Ihnen nur zeigen, was wir so also diese Quartier unter 041, ich weiß nicht, ob jemand für Ihnen sagen könnte, woher dieses Foto ist. Kann man auch im Vorkloster sehen oder in Bregenz oder in Lochau oder kann man aber auch in Zürich sehen, ist aus Zürich. Dann dieses Foto, sehen Sie es. Wir haben also relativ viel untersucht über diese, das ist in München, Sie sehen, das da ist in Wien. Oder? Und das da, Entschuldigung, Berlin fehlt mir, aber es sind immer vier. Es spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Oder? Und dabei, ich zeige Ihnen jetzt einfach zwei Kategorien. Ich zeige Ihnen die niedrigste Kategorie, die wir untersucht haben, also die unter 0,4. Und ich zeige Ihnen die dichteste Kategorie, die wir untersucht haben, über 3,0. Und jetzt schauen wir einfach, ich will Ihnen da nur erzeigen, was wir da alles untersucht haben, oder? Auf der einen Seite haben wir relativ eine Unmenge an Zahlen, über die ich noch kommen werde. Und gleichzeitig, weil wir ja auch über die Qualität interessiert waren, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einen Architekturfotograf in 36 Orte geschickt. Am Ende waren es zwei, die in 36 Orten waren. Wir haben zwei Architekturjournalisten in 36 Quartiere geschickt. Und wir haben zwei Soziologen in 36 Quartiere geschickt, damit sie mit den Leuten reden, was sozusagen da vorkommt. Und das war die eine Sache, wo wir probiert haben, Qualitäten zu erfassen und zu begreifen. Und wenn ich über Qualitäten rede, interessiert mich immer der öffentliche Raum. Das ist das, was sich bewegt. Das sind die Straßen, die Plätze, die Gassen etc. Und auf der anderen Seite hat mich interessiert, was passiert in diesen Gebieten soziologisch. Also wir haben zum Beispiel, was ganz kompliziert war, von den dortigen Polizeistationen die Daten bekommen, wie hoch ist die Kriminalitätsrate. Wir haben von den Immobilienmaklern die Daten bekommen, wie schnell zieht da jemand ein und aus, Fluktuation. Wir haben sozusagen von den Bauämtern die Daten bekommen, wo werden welche Flächen, wie werden welche Flächen benutzt. Und natürlich, wir haben von den Meldeämtern Daten bekommen, wie viele Personen leben überhaupt auf dieser Fläche. Das heißt, können wir Beobachtungen sehen, dass wir sagen, zum Beispiel im Quartier von 0,8, haben wir so und so viel gebautes Volumen? Wie viele Personen leben da überhaupt? Also wir haben sehr viele solche Dinge untersucht und jetzt, Sie sehen, das sind so fotografische Arbeiten über diesen öffentlichen Raum und Sie sehen, ich könnte Ihnen tausende solcher Fotos geben, weil es mich interessiert hat, das möglichst genau zu erfassen. Und jetzt, wenn Sie es einmal so sehen, fällt Ihnen doch eins auf, wenn Sie nicht wissen, wo was steht, können Sie nicht mehr sagen, ob das jetzt in Berlin, Zürich, Wien oder München ist. Sie wissen es gar nicht.
Das heißt, das ist nur ein erster Indiz dafür, dass das Maß der baulichen Nutzung, das heißt die Dichte, viel mehr an Verbindlichkeiten herstellt, als es der lokale kulturelle Kontext ist. Etwas, was wir ganz ungern geglaubt haben. Aber es ist so. Und jetzt gehen wir dann halt noch weiter. Sie sehen, das sind dann die Flugfotos. Und jetzt haben wir dann, Sie sehen, dann haben wir das angefangen, technisch zu analysieren. Also wie viel Prozent der Fläche ist bebaut? Wie viel Prozent der Fläche ist im Privatbesitz? Wie viel ist im öffentlichen Besitz? Was ist die Art der Nutzung? Sie sehen da, ich kann es Ihnen jetzt so sagen, ich will es Ihnen gar nicht erklären, aber es ist unendlich viel, was wir da untersucht haben. Das ist zum Beispiel Besiedelungsdichte. Das ist die Besiedelung. Also es spielt überhaupt keine Rolle. Wenn man das alles untersucht, dann kann man so etwas wie ein Profil dieses Quartiers aufzeichnen, indem man sagt, dieses Phänomen beobachte ich in diesem Quartier in der statistischen Häufigkeit als Abweichung zu dem, was in der Stadt der Durchschnitt darstellt. Und insofern entstehen dann einfach solche Balkendiagramme. Und wenn Sie es jetzt so genau und schnell anschauen, sehen Sie, dass es drei Balkendiagramme gibt, die eigentlich relativ ähnlich sind. Und dass es einen Ausreißer gibt. Aber ich will jetzt nicht darauf eingehen, warum das so ist. Aber auf jeden Fall, das nennen wir das Profil eines Quartiers, nämlich die Frage, welche Phänomene tauchen in welcher Abweichung zum Durchschnitt der Stadt auf. Oder? Und dann sieht man das. Jetzt kann ich Ihnen dasselbe auch noch zeigen, bezogen auf die dichteste Dichte. Das ist die Dichte Kategorie 8 und hat Dichten, die wir also auf der Quartiersebene von 2,3 bis 2,7, das heißt auf der Grundstücksebene an die städtischen Vertreter von ca. 4,5 bis 5,5. Wenn man das jetzt da jemandem sagt, denkt er, das geht ja überhaupt nicht. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach irgendetwas Witziges sagen. Wenn man sich mit dieser Dichte als Ausnutzung von Flächen beschäftigt, kommt man witzigerweise drauf, die höchsten Dichten, die wir in Europa je gebaut haben, und die sind fast im internationalen Bereich Weltrekord. Das war das Mittelalter. Das Mittelalter hat die höchste und beste Flächeneffizienz gehabt. Das zweitbeste Periode war die zweite große städtische Wachstum, das war die Gründerzeit, also zwischen 1850 und 70 ungefähr, da war die zweithöchste. Und ab dann, im ganzen 20. Jahrhundert, ging es bergab. Die Dichten wurden immer dünner. Und jetzt haben wir Vorarlberger ein Problem gehabt. Wir haben ganz wenig mittelalterliche Teile, wir haben ganz wenig Gründerzeitteile und wir haben halt einfach unser Wachstum erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg und dabei haben wir das Land zugeklastert. Ist einfach. Wir haben es einfach zugebaut, war Zeitgeist. Es wurde immer dünner und jetzt fangen wir an, irgendwie darüber uns den Kopf zu zerbrechen. Naja, so ganz so sinnlos kann es doch nicht weitergehen. Aber Wirklichkeit muss ich eins sagen, oder? Das war eine sinnlose Entwicklung der letzten 50 Jahre. Es ist nicht älter. Wir haben bessere historische Bedingungen gehabt, haben bessere historische Vorbilder in dem Land, aber wir haben uns entschieden, modern zu sein. Wir haben ans Auto geglaubt, ans quantitative Wachstum. Wir haben an die Unabhängigkeit geglaubt, der Einzelperson. Und haben alles andere dem untergeordnet. Heute fahren wir durch unsere Landschaften. Wer fühlt sich denn da so allzu sehr wohl, wenn er auf Bregenz hereinfährt oder nach Dornbirn oder nach Hohen? Es ist doch wirklich fürchterlich, was wir da gemacht haben. Jetzt stehen wir halt da und müssen einfach nüchtern sagen, naja, schwierig. Oder? Und ich sage ja nur eins, oder? Wir sollten doch bitte nicht so weitermachen, sondern wir sollten jetzt wirklich einmal darüber diskutieren, was wollen wir eigentlich, in welche Richtung wollen wir. Also jetzt machen wir schnell,
Sie sehen, das ist jetzt sozusagen jetzt das Mittelalter. Entschuldigung, Sie können es dann wieder sehen in diesen unterschiedlichen Städten, was das schlussendlich bedeutet. Da sehen Sie. Können Sie mir sagen, vom Hinschauen, welches Bild stammt aus welcher Stadt? Da müssen Sie ganz genau hinschauen, damit Sie es beobachten. Oder? Aber das heißt, es ist nur noch einmal ein Beleg dafür, auch wenn die Dichte so hoch ist, oder entstehen ganz ähnliche Atmosphären. Oder? Und insofern, glaube ich, könnt ihr dann auch einmal das sagen, so, was wir da im Land ja oft diskutieren, dass wir so hervorragende Architektur haben und so ein scheißiges Land. Oder? Architektur kann das Problem nicht lösen. Es müssen die städtebaulichen Grundlagen vorhanden sein und dann spielt es nicht einmal so eine große Frage, wie schön oder wenn Sie zum Beispiel Zürich da rechts, oder? Das war immer historisch, oder? Eine fürchterlich arme Gegend, so wie Bregenz. Erst so im 19. Jahrhundert, also im Ende des 19. Jahrhunderts, als man dann einmal 1864 einen Schweizer Franken eingeführt hat, der nie mehr abgewertet worden ist, ist Zürich reich geworden. Vorher war es so arm wie Bregenz. Wir sind es heute noch, aber darf man ja nicht sagen, aber bitte. Also ist ja in Ordnung. Also, aber ich wollte Ihnen nur eins sagen, dass Sie sehen, dass die Dichte eigentlich schlussendlich die Atmosphäre mehr generiert. Und das können wir jetzt wieder so durchdeklinieren. Das sind wieder alle vier Städte mit unterschiedlichen Atmosphären in der gleichen Quartiersdichte. Und Sie sehen witzigerweise, dass sozusagen die Gebäudehöhe eigentlich in Europa keine große Rolle spielt. Die Gebäudehöhen in Europa, die wurden mehr oder weniger, die liegen alle zwischen 18 und 22 Metern. Also das heißt, das ist die europäische Stadt, die liegt zwischen 18 und 22 Meter Höhe. Wenn man jetzt meint, dass wenn man viel höher baut, dass es viel dichter wird, muss ich Sie leider enttäuschen. Ich werde nachher noch ganz kurz drauf kommen, weil wenn Sie Hochhäuser bauen, ich habe viele Hochhäuser in meinem Leben gebaut, ich habe kein Problem damit, aber wenn man damit meint, dass man Dichte generiert, ist ein Missverständnis. Oder? Es ist absolutes Missverständnis, aber ist okay. Und jetzt sieht man es wieder, da sind die Luftaufnahmen davon. Oder? Die sehen, man sieht, es schaut vollkommen unterschiedlich aus, hat man das Gefühl im Lageplan. Und witzigerweise, wenn man dann hingeht, merkt man, dass die Atmosphären wahnsinnig ähnlich sind. Das ist irgendwie total frappierend. Man glaubt es gar nicht. Also jetzt haben wir halt wieder da durchdekliniert etc. Oder? Sie sehen, da wird es jetzt bunt. Also da sind viel mehr unterschiedliche Farben. Oder? Das ist das, was wir im Moment immer alle wünschen, dass wir Durchmischungen haben, dass wir wohnen, arbeiten, Dienstleistungen etc. in ein und derselben Gebäudestruktur unterbringen können. Dann haben wir wieder analysiert, wie viele Menschen leben da eigentlich. Es spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Aber auf jeden Fall können Sie sich vorstellen, wenn man das für 36 Quartiere macht in vier verschiedenen Städten, das ist viel Arbeit. Das ist 5 Jahre Arbeit, wenn man mit Polizeistellen, mit Meldeämtern, mit Immobilienmaklern etc. reden muss, damit man herausfindet, was passiert denn da eigentlich wirklich. Okay, dann sieht man, es gibt so ein anderes Profil. Oder wenn man das dann überlegt, dann sieht man sozusagen, dass die Städte aus unterschiedlichen Quartierprofilen bestehen und abhängig davon, wie hoch der Prozentsatz von welchem Quartier ist, ergibt sich sozusagen ein Eindruck von einer Stadt. Und jetzt, was kann man dann sozusagen daraus erkennen? Sie können es ja ganz ruhig lesen, ich muss es Ihnen ja gar nicht vortragen, aber das Erste, was vielleicht verblüffend ist, ist, je höher die Dichte, umso beliebter ist das Quartier. Wir behaupten immer das Gegenteil. Empirisch ist es leider Gottes ganz anders. Wenn man das eruiert, ist es ganz anders. Das Zweite, Sie sehen es da, die Mietpreise, also ist ja relativ einfach, in unserer Gesellschaft hat man ja große Bereitschaft für alles das, was einem viel wert ist, auch viel Geld auszugeben. Drum sind diese Quartiere teuer und die Mieten auch. Weil wenn es niemand mögen würde, würde man es ja nicht zahlen. Das ist irgendwie eine relativ pragmatische Sache. Oder? Und jetzt da sehen Sie das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, die dichtesten Quartiere in Europa sind die mittelalterlichen Quartiere und für das Auto ist in diesen Quartieren kein Platz. Ist halt einfach so.
Jetzt sind wir ja in so einer gewissen Zeit, in der wir darüber nachdenken, dass das Auto in den Städten insgesamt an Bedeutung verliert. Sie wissen das, oder? Zum Beispiel, wenn Sie nach Oslo fahren wollen, müssen Sie jeden Tag, wissen Sie, wie viel Euro bezahlen? 28. Wenn Sie nach London hineinfahren wollen, zahlen Sie jetzt auch jeden Euro. Oder? Und in der Stadt Zürich hat man eine andere Strategie. Wenn Sie in der Zürich einen Neubau machen wollen, wissen Sie, was Sie dann nicht mehr bauen dürfen? Dann müssen Sie 30% der jetzt vorhandenen Parkflächen dieses Hauses dürfen Sie beim nächsten Haus nicht mehr bauen. Das heißt, Sie können sich jetzt ausrechnen, bis wann Zürich saniert ist. Was ist das Ergebnis davon? Sie haben keine Parkplätze mehr in der Stadt. Jetzt finden Sie das katastrophal. Andere finden das als Befreiung. Also ich könnte Ihnen jetzt noch mehr über Mobilität, das ist ein anderes Thema, aber ich könnte Ihnen sagen, das nächste ist auch noch was relativ wichtig, sind alle diese hochbeliebten Quartiere sind geprägt von Mischnutzung. Das heißt, dass man zu Fuß möglichst schnell alles das, was man zum Leben braucht, in seiner Nähe hat. Die dritte Sache, und das ist auch witzig, oder? Die Grünflächen sind nicht in der Stadt, sondern am Rande der Stadt. Also in der Stadt gibt es städtische Grünflächen, das sind Parks oder sowas, aber sonst sind sie am Rande der Stadt. Was aber auch relativ wichtig ist, oder ist, dass 35% der Grundfläche dieser Quartiere ist im öffentlichen Besitz und sind öffentliche Flächen. Übrigens einen schönen Gruß an die Städte. Ist was zu tun. 35% der Flächen sind, müssen von der öffentlichen Hand betreut, verwaltet, gewartet werden, etc. Und natürlich gebaut. Oder da sind dann die soziale Akzeptanz korreliert mit dem Alter. Und jetzt bitte, seien Sie nicht erschrocken. Aber die Quartiere der letzten 50 Jahre sind die mit Abstand unbeliebtesten. Und die einzige Kategorie, die eine ähnlich hohe Akzeptanz besitzt, wie diese ganz dichten Quartiere, sind die ganz dünnen Quartiere, also unter 0,4. Alles dazwischen wird immer schlechter. Das heißt, dort, wo wir im Moment so raumplanerisch uns hinbewegen, aus den 0,4 in die 0,8, es tut mir leid, es ist der geplante, absichtliche Wahnsinn, unsere Umwelt zu verschlechtern. Es hat keinen Sinn. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie wir unser quantitatives Wachstum in Zukunft bewältigen. Wenn wir aufhören, statt 0,5, 0,6 oder 0,7 oder 0,8 zu machen. Sie wissen, dass wir im Moment in einer großen Umwälzung bezogen auf die Mobilitätsformen sind und das einzig Sympathische im Moment an dieser neuen gedachten Mobilität, egal ob die über Carsharing oder über selbstfahrende Mobile etc. funktioniert, ist, dass wir ungefähr 60% der innerstädtischen Flächen, die wir jetzt dem Verkehr opfern, nicht mehr für Verkehr brauchen werden. Das heißt, die Veränderung der Mobilität führt zu einem ganz anderen Potenzial im Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Oder insofern ist es auch ganz klar, der Flächenverbrauch korreliert mit der Mobilität, mit dem Mobilitätsforum. Und das ist so die entscheidende, also für im Moment spannende Frage, dass wir ja im Moment in einer Zeit leben, wo die Mobilität sich deutlich verändern wird, sowohl technologisch, aber so. Und das ist auch, glaube ich, irgendwas, was wir in der Überalterung der Gesellschaft und in der veränderten demografischen Zusammensetzung unserer Gesellschaft spielt die Fußläufigkeit, dass man alles das, was man zum Leben braucht, in einer fußläufigen Distanz hat, eine immer größere Rolle. Man kann es auch etwas, sozusagen, wenn ich es etwas zynisch sagen würde, würde ich so sagen, wir haben im 20. Jahrhundert uns angestrengt, Siedlungen zu bauen. Aber die Siedlung wurde erfunden als Gegenentwurf für die Stadt. Und vor was wir jetzt eigentlich meiner Meinung nach stehen,
dass wir wieder aufhören müssen, Siedlungen zu bauen, sondern endlich wieder Städte zu bauen. Und dass wir aufhören müssen mit diesem Missverständnis, dass wir Siedlungen als Städte bezeichnen. Sondern wir müssen wieder zu städtischen, wo der öffentliche Raum die Schlüsselrolle in Qualität darstellt, sozusagen zurückkehren. Also wir müssen, und das ist sozusagen die Herausforderung für diese nächste Generation, die hoffentlich viel gescheiter ist als wir sind, dass wir wieder zu dieser dichten, fußläufigen und autofreien Stadt zurückkehren müssen. Ich weiß, dass das nicht von heute auf morgen geht. Sie erinnern sich, dass ich Ihnen ganz am Anfang gesagt habe, dass wir über andere Zeiträume nachdenken müssen, wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen. Aber ich glaube, wir handeln im Alltag auf uns, wir sind Gefangene unseres eigenen Erfolgs der letzten 70 Jahre, handeln wir in diesen Fesseln dieses Erfolgs. Sie kennen alle, ich habe das immer als sehr schönes und witziges Bild empfunden, Sie kennen alle Dürrenmatt. Oder? Und Dürrenmatt in seiner letzten Rede im Kunsthaus Zürich beschreibt er die Schweiz und den Schweizer als eine Personalunion von Gefangenem und Wärter gleichzeitig im Gefängnis. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass der Dürrenmatt etwas ganz Visionäres gesagt hat. Dass wir auf der einen Seite Gefangene unseres eigenen Erfolgs sind, das weiß die Schweizer ja auch zweifelsohne sind, aber gleichzeitig sind wir auch die Aufpasser auf diese Gefangene. Weil der Gefangene darf sich nicht anders bewegen. Und das ist ein sehr komplexes Bild. Aber okay, ich werde Ihnen jetzt da nicht weiter... Was ich Ihnen nur eines so ganz einfach und schnell sagen möchte. Das heißt, wenn Sie über Stadtqualitäten nachdenken, müssen Sie über die Dichte nachdenken. Und Sie können nicht Qualitäten aus einer Dichtekategorie in eine andere verlagern. Dafür gibt es keine glaubwürdigen Beispiele. Also wenn Sie eine durchmischte Stadt wollen, müssen Sie eine dichte Stadt bauen. Wenn Sie eine grüne Stadt wollen, dann müssen Sie Einfamilienhäuser bauen. Ist auch relativ gut. Aber das heißt, man kann nicht mischen. Es hat nie Beispiele gegeben, wo man gesagt hat, ich hätte ein bisschen gern von dem und ein bisschen gern von dem und ein bisschen gern. Es funktioniert nicht. Ich muss ganz klar verstehen, dass es eben einen Zusammenhang hat. Ich habe jetzt zum Schluss komme zu dem etwas amüsanteren Teil, dass ich mir eigentlich eine Frage gestellt hätte, oder? Was hat Vorarlberg für Potenziale? Oder? Und ich habe mich gefragt, was würde es eigentlich bedeuten, wenn wir so leben würden wie Pariser? Paris ist ja nicht so schlecht, oder? Wir fahren da alle gern hin und finden es ganz schön und amüsant und so weiter. Oder Singapur. Weiß ich nicht, wie viele, aber wir könnten ja auch so leben wie in Singapur oder wir könnten so leben wie in Los Angeles oder wir könnten so leben wie in Wien. Und jetzt sage ich Ihnen, warum nehme ich diese Städte? Entschuldigung. Also, Sie sehen, die Hypothese lautet, Paris liegt in Vorarlberg und hat ca. 300.000 Einwohner. Und dann sehen Sie da oben das rote Strichlein. Wenn wir so leben würden wie die Pariser, wäre das alle Fläche, die wir brauchen würden. Man kann es auch zynischer sagen. Alle Vorarlberger könnten in einer Distanz von 900 Metern zum Bodenseeufer leben und den Rest von Vorarlberg könnte man irgendwie so einen Naturschutzpark oder für einen großen Zaun rundum und ein paar Touristen oder Jäger oder irgendwie so ein paar Alphirten oder so könnte man. Aber das reicht. Also Sie sehen, das da oben reicht. Es tut mir leid, Paris hat die Dichte in Europa, das ist die höchste, ist immer noch die dichteste Stadt in Europa. Und Sie sehen da oben ein Bild von Paris, unten sehen Sie auch, ist auch nett, wissen Sie, so in Paris an der Ecke sitzen, Kaffee trinken, im Park, so ist wunderbar. Also, aber das könnte man in Vorarlberg haben am See. 900 Meter maximale Distanz, mehr Fläche bräuchte man gar nicht. Oder? Mehr Fläche bräuchte man gar nicht. Oder? Ich bin immer gerne in Paris oder so, ich habe das wirklich gern. Oder denke mir immer, warum haben wir in Vorarlberg nicht Paris? Also, und wir hätten einen großen Vorteil gegenüber Paris. Wir wären alle am See. Oder? Und der Rest ist Naturschutz. Für weiß ich was.
Also es sind immer 300, ich immer, also damit wir jetzt immer noch im Rennen haben, wir dann noch Lech und Sörs und so, oder? Da dürfen auch noch ein paar herumirren, oder? Darum habe ich immer mit den Zahlen von 300.000 gerechnet, oder etc. Naja, jetzt könnte man auch sagen, wir leben alle so wie in Singapur. Naja, Sie sehen, Singapur ist viel weniger dicht als Paris, witzigerweise. Oder? Und Sie sehen, in Singapur, schauen Sie bitte auf das Bild rechts unten, was wir immer, wir sehen immer nur dieses Bild, sozusagen dieses. Aber das ist nur das Finanzzentrum von Singapur. Das ist ein einziger Punkt in Singapur, der so ausschaut. Alles andere, Sie sehen, da oben, das ist die Altstadt von Singapur, sehen Sie, 3 Geschosse, nicht mehr. Und Sie sehen, Singapur, Entschuldigung, mein Gott, nein. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Also, Entschuldigung, wir sind noch in Singapur. Also, und Sie sehen, Singapur ist total grün, bedingt durch das subtropische Klima. Wenn Sie auf dieser Insel herumfahren, haben Sie immer das Gefühl, Sie sind im Grünen. Sie sehen überhaupt nicht diese Dichte. Oder? Und Sie sehen, dann wäre Vorarlberg so groß. Oben, Sie sehen, aber ein bisschen größer als Paris. Aber immer noch klein. Oder? Und Sie sehen, Wien, sozusagen, müsste man 2 so Pünktchen machen, also Bregenz und Feldkirch reicht. Oder? Der Rest machen wir wieder Landschaft. Oder Gärtner, oder ich weiß doch der Teufel was, oder Skifahrer oder irgend sowas. Oder? Und, so, also Sie sehen, und Wien finden auch jetzt alle nicht ganz schlimm oder so, also gibt es ja gewisse Teile, die ganzen. So, jetzt kommen wir. Vorarlberg wird ja oft verglichen mit Los Angeles, oder? Weil Los Angeles sozusagen eine Einfamilienhaus ist. Aber Sie sehen, wenn wir so dicht leben würden wie Los Angeles, wären es nur 3 Punkte. Müsste man nach Hohenems oder Dornbirn zwischen machen, zwischen Feldkirch und Bregenz. Das sind nur diese 3. Also das heißt also, wir sind nicht so, wir leben nicht so wie Los Angeles. Los Angeles lebt viel sinnvoller als wir. Es tut mir wahnsinnig leid, aber wir vergleichen immer das Rheintal mit Los Angeles etc. Tut mir leid, ist ganz falsch. Die sind viel besser organisiert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sind die einfach besser organisiert? Sie sehen, da ist dieses Vorarlberger Einfamilienhaus mehr, aber in Los Angeles gibt es dann einfach einzelne Distrikte, die viel höhere Dichte aufweisen. Also es ist das Nebeneinander von Quartieren, die total von Einfamilienhäusern geprägt sind und parallel dazu ein paar städtischen Zentren mit extrem hoher Dichte. Oder? So. Und jetzt könnte man sich ja auch noch andere Frage stellen. Oder? Wenn ich das Rheintal hernehme, Sie sehen, das ist die rote Fläche, nicht einmal übertrieben, und wir würden so leben wie in Paris, dann hätten im Rheintal 6,6 Millionen Einwohner Platz. Also ich weiß gar nicht, warum wir immer von Dichte und von Flächen und Entschuldigung, wir schwimmen in dem Zeug. Nur wir verschwenden es halt. Also, und zwar ob nicht einmal gut. Wir haben ja nicht einmal eine große Freude damit. Also wenn jetzt man so leben würde wie in Singapur, wären es immer noch 1,9 Millionen. Dann haben wir, oder wenn wir so leben würden wie in Wien, 1,3, und auf derselben Fläche, wenn wir das Rheintal nur hernehmen, wären es in Los Angeles 880.000 Einwohner. Jetzt haben wir gedacht, naja, alle mögen das Rheintal so gern und so, jetzt machen wir mal was anderes. Wir bauen nur entlang des Hanges, das Rheintal begleitet. Naja, für 4,8 Millionen Pariser hätte es immer noch Platz. Oder alle mit einer wunderbaren Aussicht nach Westen, aufs Rheintal hinunter, und da unten darf dann ein Freizeitpark sein, ich weiß nicht was. Oder Sie sehen, das sind so diese Zeiten. Was ich Ihnen nur sagen will, ist eins, oder? Wenn man Vorarlberg jetzt einmal ganz neben all dieser Alltäglichkeit einfach einmal begreift als ein Stück Land und dann sich anschaut, welche unterschiedlichen Organisationsformen für so ein Land, das es gibt, dann sehen wir, wie groß eigentlich das Potenzial dieses Landes ist.
Und dann, glaube ich, verstehen Sie auch, dass alle diese tägliche Jammererei und dieses unendlich angestrengte Verdichten von 0,5 auf 0,7, ja, sowas Hirnloses und sowas, ich weiß gar nicht, Lächerliches ist, oder? Also, dass, ich verstehe das alles nicht. Oder ich frage mich immer, was tun da alle Beteiligten? Wissen die nicht, von was sie reden? Also das würde ich Ihnen jetzt ein bisschen mit auf den Weg gehen. Ich will jetzt da nicht drüber diskutieren, was man da alles tun müsste, aber man kann da etliches tun. Übrigens stehen auch noch ein paar nette Forderungen an die Politik da drin, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Aber es geht jetzt erst einmal um eine einfache Frage. Uns die Frage zu stellen, was wollen wir eigentlich? Und ich habe mit diesen paar wenigen Bildern gar nichts anderes versucht, als Ihnen zu sagen, wir haben unendlich viele Möglichkeiten und die Möglichkeiten sind gigantisch, oder? Aber wir müssen sie halt auch verwenden. Jetzt werden Sie noch fragen, was ich sozusagen, weil ich da jetzt ständig gegen diese 0,4 und 0,5 und 0,6 Verdichtungspotenziale geredet habe. Schauen Sie, ich glaube für Vorarlberg, wir haben ja nicht so ein riesiges Wachstumsproblem. Oder? Es wächst ein bisschen. Oder? Jetzt kommen halt, ich hoffe, dass noch mehr Flüchtlinge kommen und dass noch ein bisschen mehr Leute in Vorarlberg sind, dass das alles anständig ist. Oder? Und dann, glaube ich, müsste man in Vorarlberg nichts anderes machen, als an 2 bis 4 Stellen in diesem Land ganz systematisch und konzentriert wieder ein Stück Stadt bauen. Und wenn man das machen würde, so könnt ihr Ihnen jetzt vorrechnen, oder wie das geht, dann hätten wir überhaupt keine Verdichtungsdiskussion. Wir haben genügend Land, wir haben genügend Möglichkeiten, oder? Und wir müssten mit 2, 3 einzelnen Positionen im Land, oder? Die vielleicht gut erschlossen sind, die eine hohe Anbindung an öffentlichen Nahverkehr haben, die in dem Umfeld von den städtischen Siedlungszentren liegen. Das ist alles, was wir machen müssen. Und wir würden uns alle diese unsäglichen Zerstörungen unserer netten Einfamilienhausquartiere, wo wir nur die Leute damit unglücklich machen, wenn wir halt 3 Geschosse dahinstellen und die alle Autos ins Erdgeschoss und dann ist das ganze Quartier von der Atmosphäre her fürchterlich. Wir könnten mit dem Schwachsinn einfach aufhören. Und insofern habe ich an die Politik eigentlich nur eine Bitte. Oder konzentrieren wir uns doch in dem Land, wo gibt es 3 oder 4 oder 5 Positionen, wo wir ein Stück Stadt bauen können. Und dann brauchen wir den Rest der Verdichtungsdiskussion nicht mehr. Wenn ich jetzt noch was Unhöfliches sagen darf, das nennt man übrigens Bodenpolitik. Also einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, Herr Eberle, für die aufrüttelnden Perspektiven und Forderungen. Hat jemand aus dem Saal Fragen über die Umsetzung dieser Visionen beispielsweise? Wir haben dafür gesorgt, dass es im Vorraum Getränke gibt. Vielleicht gibt es dann auch eine etwas lockerere Atmosphäre, um das dann informell besprechen zu können. Ich lade Sie alle ein, noch ein bisschen da zu bleiben und über diese Fragen untereinander und mit Herrn Eberle zu reden. Bitte schön. Eine Frage jetzt schon. Wo soll begonnen werden? Wo beginnen wir dann? Ich persönlich glaube, also wenn Sie mich ganz pragmatisch fragen, ich kenne mindestens 4 Orte im Land, wo wir genügend große zusammenhängende Flächen haben, um sowas machen zu können. Oder? Und da könnt, also ich will jetzt da nicht im Detail drüber reden, aber das ist ein Potenzial. Das zweite Potenzial, was wir haben, ist, wir haben ja fast auf jeder Ortseinfahrt, oder? Fürchterliche Quartiere, Gewerbegebiete mit ganz niedrigen Nutzungen und die umzubauen in ein Stück, in einen Stadtteil, das halte ich für eine spannende Frage. Also wenn Sie mir das ist jetzt so gestartet, also ich kenne mich in Vorarlberg ein bisschen, tut mir leid, aber ein bisschen aus, oder? Und ich persönlich, ich könnte Ihnen wirklich
innerhalb ganz kurzer Zeit eine ganze Menge an Orten. Und ich finde, wir haben ja im Land zweierlei Unterschiede. Es gibt ja auch Gemeinden, die wirklich Bodenpolitik gemacht haben und die heute große Landreserven, also im Besitze, ich bin ein großer Freund von öffentlichem Besitz, also im öffentlichen Besitz haben. Und da sehe ich überhaupt kein Problem. Also die Ressourcen, um das zu machen, die Möglichkeiten, und am Ende geht es um die Landmöglichkeiten, ich glaube, da sind wir uns einig, die sehe ich sehr wohl im Land. Ich arbeite zwar im Moment mit wahnsinnig viel Aufwand, aber irgendwas, Sie kennen vielleicht in Innsbruck das Dezareal, wo so IKEA steht und so, eine fürchterliche Gegend. Also, und ich bin im Moment dran, aber ich weiß überhaupt nicht, ob uns das gelingen wird. Oder? Aber aus diesem grausigen Dezareal ein städtisches Quartier zu machen. Und ich sage es Ihnen in Zahlen, auf dem Dezareal, also Sie kennen das, wenn Sie es wissen, mit IKEA ist da, sind im Moment ca. 150.000 Quadratmeter und wir glauben, dass 450.000 Platz haben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also insofern ist das im Land nicht so ein großes Problem. Verstehen Sie mich? Also ich könnte Ihnen jetzt noch viele Gegenden sagen, wo es eigentlich sehr naheliegend wäre, also das zu machen. Was macht denn sozusagen ein neuer Stadtteil aus im Vergleich zu einer Siedlung, wo jetzt... Richtig. Ganz einfach, der öffentliche Raum. Das heißt, die Straße, der Platz, der öffentliche Raum, das ist die Schlüsselfrage über die Qualität im 21. Jahrhundert. Wir sind jetzt gewohnt, immer ans Objekt zu denken oder ans Haus. Aber der öffentliche Raum ist das eigentliche Objekt, das wir planen müssen. Und heute begreifen wir es ja so, öffentlicher Raum ist das, was dazwischen drin übrig bleibt. So schaut es denn halt auch aus, ziemlich übrig geblieben. Also wir müssen den öffentlichen Raum anfangen zu planen. Das ist das, was die guten Städte auszeichnet. Es ist die Planung des öffentlichen Raums. Und dann, wenn wir den öffentlichen Raum geplant haben, dürfen wir uns fragen, welche Form von Gebäuden lassen wir als Grenze zu diesem öffentlichen Raum zu, damit der öffentliche Raum möglichst gut zur Geltung kommt? Also zum Beispiel, darum habe ich da am Schluss da irgendwie geschrieben, man müsste ein bisschen über Abstandsflächenregelungen und so Zeug diskutieren. Oder? Aber das scheint mir alles nicht schwierig zu sein. Also es gibt ja genügend Vorbilder, da kann man dann hinfahren und sagen, so, wie schau. Aber der öffentliche Raum ist das, was wir nicht mehr planen. Wir machen ihn immer erst im Nachhinein. Und das müsste man im Vorhinein machen. Der öffentliche Raum ist es. Das ist der große Unterschied. Also erstens, ich gehe zwei Sachen, oder? Erstens ist ja einseitig bediente Straße immer ein Problem. Also weißt du, was ich meine? Du hast einfach nur eine Seite. Und insofern sozusagen wäre es wahnsinnig wünschenswert für die Stadt in Bregenz, dass irgendwann die Bahntrasse, egal ob jetzt Unterführung, Umfahrung, oder dass man da irgendwas macht. Oder? Weil das ist das große Potenzial von Bregenz, ist eine Zugänglichkeit zum See. Wie man die jetzt löst, ich will jetzt technisch nicht darüber diskutieren. Und das Zweite ist, man muss diese jetzige Bahnhofstraße, die wir ja nicht so schnell abschaffen werden können, etc., glaube ich, muss man tatsächlich als öffentlichen Raum begreifen, aber sozusagen nur die Hälfte eines öffentlichen Raums. Oder es gibt ein einziges Beispiel in Europa, was sehr überzeugend ist, wo dieser öffentliche Raum durch ein großes Distanz sozusagen auch zweiseitig funktioniert. Das ist die Köhe in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob Sie kennen, aber da ist in der Mitte ein Wassergraben, der fürchterlich ist. Oder, so. Oder was mit zwei großen Böschungen und hohen Höhenunterschied. Aber grundsätzlich sind einseitige Straßen immer schwierig. Aber eins ist auch klar, oder? Es kann nicht sein, aus meiner Sicht, oder? Dass alle Eingänge, so wie beim Leberkäse, nur auf der Stadtseite sind. Oder? Und ich muss jetzt zuerst schon mal auch das Gebäude von beiden Seiten, und die Bebauungstiefe lässt es ja zu, oder vernünftig erschließen und organisieren. Und diese Querbeziehung zwischen den beiden Seiten, oder, die finde ich was Wichtiges. Und wir haben ja, ich bin jetzt ganz unhöflich, ich war wahnsinnig froh, ich war schon als Junger gegen den Leberkäse. Ich habe dort schon gesagt, dass das falsch ist. Also, nein, es war nur so, oder weißt du, was ich meine? Oder, und es ist genau so herausgekommen. Oder? Im Moment ist die Straßenseite, die Seeseite gestört, obwohl sie eigentlich was Wunderbares hätte, nämlich diesen Blick zum See. Oder? Und es ist irgendwie... Nein, es ist so. Damals hat man halt auch gemeint, oder? Ich will ja nicht darüber diskutieren, oder? Dass man 2 Quadratmeter Nutzfläche mehr hat, wenn man da vorne keinen Gehsteig mehr macht. Oder? Also sehr kurzfristig, oder?
ist halt so passiert. Oder? Und ich meine, dass man den Leberkäse nie bauen hätte dürfen, sondern dass genau das Potenzial der Kaiserstraße die Sicht zum See gewesen wäre, oder? Müssen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Aber heute sehen wir das alles, oder? Vielleicht kann sie jemand kaufen, den Leberkäse, und abbrechen. Und die Stadt hilft dabei sicher durch einen Unkostenbeitrag, zumindest für die Abbrucharbeiten. Verstehst du mich? Was soll ich tun, oder? Aber wir sehen es ja, oder? Und das heißt, in Wirklichkeit muss ich ein öffentliches Haus bauen, das zwei Seiten hat. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, oder, ob denn die Bahnhofstraße wirklich verkehrsfrei sein muss. Ich glaube, die kann durchaus Verkehr haben, aber vielleicht braucht man einen anderen Verkehr als das, was wir als Durchzugsbereich gewohnt sind oder so. Oder? Aber ich glaube, wir müssen halt, der muss halt 5 Meter breit sein. Oder da müssen Hauseingänge liegen, da müssen Schaufenster liegen, da müssen Querbeziehungen sein. Da gibt es halt viele Sachen. Also, aber ich begreife das immer, oder, nur als die Hälfte der Straße. Oder, und der zweite Teil, drum, wenn man sozusagen die Bahn je verlegt, absenkt oder sonst irgendwas macht, oder, dann darf man nicht unterschätzen, was das für ein Potenzial hat, dass die Stadt Richtung See wachsen kann. Oder? Ja, aber das tut mir jetzt leid, das verfolgt mich schon mein ganzes Leben. Ich erinnere mich noch gut, als ich noch ganz jung war, als Student, haben wir es immer, da warst du ja auch dabei, oder? Wir haben es ja damals geschafft gemeinsam, dass alle Architekten von Bregenz unterschrieben haben, dass dieser geplante Bahnhof nichts ist. Oder? Oder der Herr Mayer war ein netter Bürgermeister, oder? Der hat gesagt, ich gebe dir ja recht. Aber ich muss es jetzt bauen. Dann hat er es halt gemacht. Es ist ja fast eine Genugtuung, dass das noch abgerissen wird, bevor ich stirb. Aber das hat man vorher schon gesehen. Ich kann es ja auch nicht ändern. Weißt du, was ich meine? Aber du warst ja da mit dabei, oder? Es ist eine Genugtuung, dass man seine Büste in die Vorhaben legt. 14 Tage später war sie weg. Ja, es ist so. Weißt du, was ich meine? Okay. Entschuldigung, also. Ja. Ich sehe einfach Zusammenhänge. Oder? Erstens ist es relativ einfach. Je höher die Dichte, umso entscheidender wird die planerische Qualität der Beteiligten bezogen auf den öffentlichen Raum. Damit scheiden Raumplaner aus diesem Prozess aus, weil das Einzige, was sie nie gelernt haben, ist, wie man irgendwas plant. Das ist einmal ein echtes Problem. Das Zweite ist auch relativ einfach. Ich meine, ich habe es da drinnen auch einmal geschrieben. Je höher die Dichte, umso entscheidender wird der öffentliche Raum. Und der öffentliche Raum ist der zentrale Planungsgegenstand. So sehr ich dafür bin, dass man Fußwegverbindungen und Radverbindungen und alte Bächläufe, Uftut etc. Nur das beantwortet nicht die Frage nach der Qualität. Das ist nur ein Aspekt davon. Verstehen Sie? Und ich persönlich behaupte, dass der öffentliche Raum einfach eine Aufenthalts- und eine Qualität haben oder, wenn wir das so ein bisschen neudeutsch nennen, eine soziale und kulturelle Akzeptanz braucht. Die Leute müssen ihn mögen. Die Leute müssen ihn mögen. Und wenn ich das nicht sicherstellen kann, dann bitte Finger davon weg. Es ist einfach so, oder? Oder und ich bin wahnsinnig froh, dass wir im Land im Moment eine Tendenz haben, dass die Leute immer mehr in Planungsprozesse mit einbezogen werden. Das halte ich für ganz wichtig. Oder ob allerdings die Frage, wie wir das machen im Moment, ob wir zum richtigen Zeitpunkt die Leute die richtige Frage stellen, das halte ich jetzt im Moment eher für kritisch. Oder? Dass wir oft zum falschen Zeitpunkt sozusagen Fragen stellen, die nicht ganz richtig sind. Oder? Die man auch von den Leuten gar nicht beantworten kann. Verstehen Sie mir? Also ich bin wahnsinnig für einen demokratischen Prozess, aber die mich kennen, wissen das alle. Ich bin so ein alter Basisdemokrat. Aber bitte, oder auch die Demokratie ist etwas, was in Prozessen sauber organisiert werden muss. Wann diskutiere ich was? Oder, und da diskutiert man halt leider zum falschen Zeitpunkt oft die falschen Fragen. Aber das wissen Sie genauso gut wie ich. Oder? Das ist halt so. Nein, ich könnte Ihnen jetzt wahnsinnig, also versteht mich, ich könnte Ihnen jetzt wahnsinnig viel moderne, gute Beispiele zeigen, wo man sieht, dass Atmosphäre planbar ist. Aber um es jetzt ganz höflich zu sagen, oder? In unseren Architektur- und Raumplanungsausbildungen kommt das nicht vor. Im Moment, oder? Sozusagen finde ich das sehr sympathisch oft, dass mir die Leute sagen, ja, ich habe das in meiner Freizeit gelernt.
ist zwar nett, aber Sie verstehen, oder? Es ist nicht sehr glaubwürdig. Oder? Und das ist ja echt das Problem, wenn ich mir die Hochschullandschaften anschaue. Oder? Da ist es als Thema, entschuldigen Sie, wie viele österreichische Hochschulen oder Raumplanungsinstitute unterrichten das überhaupt? Verstehen Sie, ist eine tragische Angelegenheit. Bitte? Nein, nicht, weil ich will, verstehen Sie mich? Also ich sehe das halt auch als Lehrer ein bisschen, wo was passiert auf der Welt, oder? Ist ja echt schwierige Sache, oder? Ist ja echt schwierige Sache. Und, aber es ist auch so, schauen Sie, dass wir ja, wenn ich so stark über die Bedeutung des öffentlichen Raums rede, oder? Den haben wir doch jetzt im ganzen 20. Jahrhundert immer als behandelt, als das, was übrig bleibt. Also zuerst kommt das Auto. Dann bauen wir sozusagen sowas wie in Bregenz wunderbar, Überlandstraße mitten durch die Stadt mit den zugehörigen Kurvenradien etc. Dann kommen da Häuschen dahin und wo bleibt dann der öffentliche Raum? Den gibt es gar nicht. Oder? Bitte? Ja, wissen Sie, ich glaube, also ich bin ein Optimist, oder? Die Gesellschaft ist planbar. Also man kann ja auch mit der Gesellschaft ein bisschen reden und ich habe immer eins beobachtet in meinem Leben, die Leute sind sehr vernünftig. Also, die Leute sind sehr vernünftig, wenn man mit ihnen sachlich zum richtigen Zeitpunkt über die richtigen Fragen stellt. Die Leute sind wahnsinnig unvernünftig, oder? Wenn man zum falschen Zeitpunkt über gewisse Fragen stellt, wo sie einfach nicht können. Und dann kommt wahnsinnig viel Unvernünftiges. Das wissen wir beide. Aber sonst habe ich überhaupt... Ich bin ja... Ein Großteil meiner architektonischen Zeit habe ich ja in der Schweiz, also weil ich halt in der Schweiz bin immer oder so. Oder, und da ist es ja vollkommen normal, dass über jedes Bauvorhaben kann jemand ein Referendum ergreifen. Und das sind oft in Orten, sind es ganz wenige Leute, die das machen können. Passiert ja auch oft, finde ich wunderbar. Aber man muss konkreter wissen, über was diskutieren wir jetzt überhaupt, oder? Oder und Sie wissen, dass in der Schweiz jedes öffentliche Gebäude, das öffentlich finanziert wird, unterliegt dem politischen Meinungsbildungsprozess. Also, und ich finde einfach, die haben ein bisschen eine bessere Kultur im Umgang mit der Demokratie. Aber das ist irgendetwas, was sich auch bei uns verändert. Oder? Also da bin ich gar nicht nervös. Allerdings sind wir im Moment eher in Aufbruchstimmung. Noch nicht wir beherrschen das noch nicht ganz, aber wir sind im Aufbruch. Was ich sehr sympathisch finde, möchte ich auch sagen. Wir haben hier eine Rückfrage, die mittlerweile mit einem Saalmikrofon ausgestattet ist. Geht schon. Können Sie ein Quartier nennen, was mit der Nachverdichtung in den letzten 50 Jahren funktioniert hat? Nachverdichtung? Ja. Halte ich für nicht machbar. Ich kenne keins. Ich kenne viele. Nein, ich kenne viele Quartiere aus den letzten 50 Jahren, oder, die man sozusagen probiert hat, nachzuverdichten. Es gibt vielleicht, oder eins der ganz wenigen Beispiele, weil es sehr unproblematisch war, dass man in Vorarlberg einen Teil der Südtiroler Siedlungen etwas vervollständigt hat, wo die Nazis keine Zeit mehr gehabt haben zum Fertigbauen. Oder da gab es noch Lücken und so. Oder? Aber so klassische Nachverdichtungen, ich kenne viele in der Schweiz, wo man dann immer im Rahmen für Sanierungen oder auch versucht, Vergrößerungen zu machen. Oder? Ich kenne keine wirklich überzeugenden. Und Sie können uns auch in der Literatur anschauen, die sind eigentlich verschwunden aus der Literatur. Ich kann Ihnen aber etwas sagen. Ich habe studiert in den 70er Jahren, was ja eine gewisse Zeit her ist. Und da hat es einen Professor Gieselmann gegeben, der früher der Partner von Ungers war, also ein sehr berühmter Architekt in Europa. Und er hat schon in den 70er Jahren Nachverdichtungsprojekte an der Hochschule x-fach gezeichnet, weil er das einfach als Flächenareal gesehen hat. Also wissen Sie, in den 70er Jahren. Oder? Also insofern ist diese Idee nicht wahnsinnig neu, nicht wahnsinnig aktuell, aber ich könnte Ihnen andere Beispiele, ich habe es ja mit Ideen manchmal so, dass ich mir dann, wenn Sie so alt sind, frage ich mich immer, was ist denn aus Ihnen geworden? Wenn Sie dann aber irgendwie nicht so wirklich erfolgreich waren, oder? Schauen Sie, ich könnte Ihnen ein wunderbares Beispiel, vielleicht der berühmteste schweizerische Wohnbau, den es gegeben hat, war die Siedlung Halen bei Bern. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ah, das ist ein Juwel der Architekturgeschichte in Europa im 20. Jahrhundert. Und irgendwann habe ich mich gefragt, hat gesagt, das ist alles, man geht da hin, man ist so berührt, das ist wunderbar. Irgendwie ist das nie weitergegangen.
Das wurde nie kopiert, wurde nie. Und irgendwann muss man sich dann anfangen zu fragen, wenn so wunderbare Dinge wie Nachverdichtung in den 70er Jahren schon gedanklich und planerisch und auch baulich gebaut werden, aber sie dann überhaupt nicht irgendwie ernsthaft weiterverfolgt werden, müsste man sich ja immer fragen, habe ich jetzt einen Denkfehler? Oder denke ich an irgendetwas, was zu wenig ist? Oder übersehe ich dabei irgendetwas? Und ich glaube, das machen wir bei der Nachverdichtung. Wir übersehen die negativen Folgen dieser Nachverdichtung in Relation zu den theoretisch positiven. Aber ich glaube, dass wir da einem Denkfehler unterliegen. Aber ähnlich wie die Siedlung Halen in Bern, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber Atelier 5, ein Juwel der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Keine Nachfolger. Und ich könnte Ihnen auch noch, ich habe lange darüber nachgedacht, warum ist das so passiert? Ist ja interessant. Sie verstehen, ist ja eine interessante Frage. So schöne Ideen, die wir alle auf den ersten Blick wunderbar finden, und dann auf einmal, es passiert nichts. Und dann kommt man irgendwann drauf, dass in diesen Ideen doch ein paar Dinge zu kurz kommen. Das glaube ich auch bei der Nachverdichtung. Entschuldigung, Herr Absolut. Ja, ich weiß schon, das ist eine schwierige Frage. Nein, das ist eine schwierige Frage, oder? Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das politisch durchstehen werde oder so, aber im Moment haben wir einen großen Konsens mit den Nutzern, oder? Und es also sind jede Menge Verfahren, aber das ist, verstehen Sie mich, und ich sage so, oder? Das Potenzial an diesen Arealen, die wir auch im Land in kleinerer Form zum Soundfordern haben, oder? Das ist gewaltig groß, weil diese Areale alle relativ dünn genutzt sind, obwohl sie infrastrukturell fast alle ganz hervorragend liegen. Aber das wäre ein Beispiel von Nachverdichtung dann in dem. Ja, aber ich hab nicht gesagt, ob es funktioniert. Ich habe jetzt eher immer dran gezweifelt und habe Ihnen gesagt, ich sehe das als Potenzial. Ob uns das gelingen wird, weiß ich nicht. Sag's noch einmal. Also normal rede ich ja eher von den Dingen, wenn sie gemacht sind. Aber für das, ich sage, es gibt so viele Flächenpotenziale, oder, in dem Land. Städte anschaue, da aus eigenen Erlebnissen, haben die Charme aus meiner Sicht von der Architektur, aber auch sehr angenehme Wohnflächengrößen. Jetzt sprechen wir von Atmosphäre, Qualitäten, aber auch Ressourcen. Wenn ich heute, habe ich auch Einblicke, wiederum Neubauten, also Wohnbauten sehe, da reduziert sich ja das Wohnen für mich aus der natürlich anderen Erkenntnis auf eine merkwürdige Enge. Ist das das zukünftige Bild oder sehen Sie Chancen, wenn man dann verdichtet, dass es innen nicht ganz so dicht wird oder bleiben muss? Schauen Sie, Sie haben jetzt eine wunderbare Beschreibung dessen gemacht, was ich auch feststelle. Ich behaupte einfach, früher waren wir besser, als wir es heute sind. Also, und jetzt müssen wir halt wieder lernen von dem, was wir früher gemacht haben. Also, und ich sage, nur im Moment haben wir ein Korsett von Organisationen, von Ökonomie, von rechtlichen Bedingungen etc., das uns es verunmöglicht, eine mittelalterliche Stadt zu bauen. Oder? Und verstehen Sie mich, ich sage nicht, dass das der Schlüssel ist, oder? Weil ich weiß, rechtliche Bedingungen kann man schnell ändern. Das ist nicht das Problem. Aber zuerst muss ich mal wissen, was ich eigentlich will. Verstehen Sie mich? Und solange wir diese Diskussion nicht führen, machen wir halt so weiter als Gefangene und wir spielen auch nur die Wärter von uns selbst. Das ist der Dürrenmatt, habe ich so gerne als Bild, um das zu beschreiben. Versteht man? Aber ich gebe, Sie haben eine wunderbare Beschreibung gemacht und ich kann mit dem nur anschließen. Aber man muss dafür kämpfen, dass wir wieder zu mehr Qualitäten kommen. Und ich finde, in unserer Vergangenheit gibt es wahnsinnig viele Dinge, auf die wir... Die können wir natürlich nie kopieren, die Vergangenheit, aber wir können aus ihnen lernen. Verstehen Sie, wir können sie weiterentwickeln. Oder? Und eins der Dinge, die ich einfach aus dem Mittelalter gelernt habe, oder, ist hohe Dichte, Mischnutzung und Differenzierung als etwas sehr Menschliches.
So einfach. Aber, wenn Sie mich fragen, widerspricht vollkommen unseren Gesetzen im Moment. Aber ich bin ja da überhaupt nicht nervös über Gesetze und da wirf ich auch niemandem was vor, weil in Wirklichkeit die Gesetze richten sich nach den Realitäten. Also die Gesetze kann man schnell ändern. Es geht dann sehr schnell. Positive Zwänge. Bitte? Positive Zwänge. Ja, ich bin da überhaupt nie nervös. Also das, zuerst muss man mal wissen, was man will und dann kann man überlegen, was braucht man denn an Rahmen. Aber zuerst muss ich wissen, was ich will. Oder? Der Rest ist meiner Meinung nach nie schwierig. Und ich muss auch fairerweise sagen, die an diesen Prozessen Beteiligten haben, wenn die einsehen, um was es da inhaltlich geht, also, dann gibt es eine große Bereitschaft, das auch mitzutragen etc. Ich bin da nicht so nervös. Es gibt natürlich nicht immer, haben alle die gleichen Meinungen, das ist eine andere Frage. Oder? Darüber muss man auch reden. Oder? Aber es geht eben um diesen Kampf, wissen Sie, der Ideen, und es geht um diese Auseinandersetzung, dass man Ziele gemeinsam findet. Oder? Und dann kann man im zweiten Schritt darüber reden, wie erreiche ich jetzt diese Ziele und was steht mir im Weg etc. Verstehen Sie mir, also ich glaube im Moment, ist egal, ich könnte Ihnen jetzt viele solche lustigen Beispiele sagen, also ist nicht so. Bitte. Wenn Sie Vernichtung mit der modernen Bauweise zusammenbringen, ist das kompatibel? Ja, das ist eine Schwierigkeit. Also, ja. Ist eine Schwierigkeit. Erstens, es tut mir leid, dass ich jetzt da so. Was verstehen wir gemeinsam unter moderner Bauweise? Wenn wir diese moderne Architektur des 20. Jahrhunderts, die so in ihren gedanklichen Grundzügen am Beginn des 20. Jahrhunderts formuliert wurde, also wenn wir das so die klassische Moderne begreifen, oder? Diese klassische Moderne hatte als Ziel, die Stadt des 19. Jahrhunderts zu zerstören. Und darum gibt es auch kein einziges Beispiel auf dieser Welt, wo diese klassische Moderne tatsächlich eine vernünftige Stadt gebaut hat. Sie kennen vielleicht die zwei großen Beispiele. Das eine ist Brasilia in Brasilien, das andere ist Chandigarh in Indien etc. Und das sind heute zwar denkmalgeschützte Quartiere, aber als Stadt würden sie das nie bezeichnen. Oder? Und jetzt, wenn wir aber unter moderne Bauweise das verstehen, dass wir zeitgemäße Technologien und zeitgemäßes Wissen im Bauen anwenden, dann sage ich immer topfit, um sozusagen besser zu werden, als es die klassische Moderne war. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber für mich ist die Frage eher, wie definieren wir diesen Begriff des Modernen? Also, wenn wir das als zeitgemäß und technologisch, Wissensstand, dann sage ich bestens, beste Voraussetzungen. Aber wir sind gedanklich noch nicht so weit. Technisch, sondern von der äußeren Form. Na, die äußeren, sehen Sie, das ist genau ein Problem, da sage ich, na, da verkehrt sich für mich die Welt. Die äußere Form wird nicht mehr, wir sind es jetzt ja gewohnt, die äußere Form von innen nach außen zu bestimmen. Und das halte ich für grundsätzlich falsch. Ich glaube, wir müssen den öffentlichen Raum zuerst definieren und dann ergibt sich daraus die Form des Gebäudes und nicht umgekehrt. Das, glaube ich, ist das, was für mich ganz wesentlich ist. Das ist so die Umkehrung. Also wenn wir schon Brasilien angesprochen haben, möchte ich doch London ansprechen. Da ist doch im Zentrum, wenn ich richtig informiert bin, ziemlich exklusiv Norman Foster als Architekt tätig. Wie denken Sie darüber nach? Über London? Ja, also. Weil London ist einfach, oder? Ich meine, warum? London ist ja so teuer mittlerweile, dass es für den Johnson, den jetzigen Außenminister, der vorher Bürgermeister in London war, war es ein ganz großes Problem, dass an jemand mit einem Durchschnittseinkommen, der konnte maximal in einer Distanz von einer Stunde Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt eine Wohnung finden, die er sich leisten konnte. Warum London so teuer ist, das wissen Sie genauso gut wie ich, oder? Das hat, wissen Sie wahrscheinlich besser, hat nur mit der Steuergesetzgebung zu tun, oder? Und das heißt, in Wirklichkeit haben halt alle, also ein Großteil der Steuerflüchtlinge dieser Welt haben sich in London halt angesiedelt, oder? Und dort zahlen sie dann zwar keine Steuern, aber ihre Immobilienpreise. Übrigens selbe Phänomen wie in Monaco. Oder? Also es sind sehr politische Phänomene, aber das Phänomen in London, oder, ist etwas, was sogar die englische Regierung im Moment beklagt und deswegen wird mit viel öffentlichem Geld versucht, Wohnraum viel näher an der Stadt wieder zu bauen,
oder? Weil auf der einen Seite will man dieses Steuerprivileg nicht aufgeben, das wissen, verstehen Sie mich? Das hat aber das Steuerprivileg führt zu diesen exorbitanten, absurden Immobilienpreisen. Und gleichzeitig können dadurch die normalen Leute mit einem Einkommen dort überhaupt nicht mehr leben. Das ist das Problem. Oder? Also ich glaube, so ist es ganz. Monaco hat übrigens das gleiche Problem. Man zahlt zwar keine Steuer, aber dafür absurde Immobilienpreise. Kleinteilige Bereiche und wieder große öffentliche Räume. Und ich glaube, diese Steuerproblematik beiseite lassen, ist London trotzdem ein gutes Beispiel für eine lebenswerte Stadt, im Sinne von, wenn man sich was abschauen kann, diese Heterogenität und dieses Spannungsverhältnis, das da geschaffen wird. Das ist ja das, was ich Ihnen probiert habe am Anfang zu sagen, dass jede Stadt nicht eine Qualität besitzt, sondern aus einem Konglomerat unterschiedlichen Charakteristika unterschiedliche Quartiere ist und die sich dann in der Gesamtmenge ergeben, das, was wir dann die Stadt nennen. Oder? Und drum, ich finde das auch. Oder? Ich bin der Letzte, der sagt, alle, im Gegenteil, ich plädiere jetzt zum Beispiel in Vorarlberg für Einfamilienhausgegenden und städtischen Strukturen nebeneinander. Und nicht, verstehen Sie mich, es braucht diese Spannung. Nur sage eins, diese mittleren Quartiere, wissen Sie, diese halbdichten, die brauchen wir nicht, weil die sind schlecht. Ich sage einfach etwas zynisch, oder? Nehmen wir mal das Beste. Nehmen wir mal die ganz dünnen, nehmen wir mal die ganz dichten und probieren die miteinander zu verknüpfen und beschäftigen wir uns nicht mit denen, die so Halbseiten sind. Das ist alles. Aber verstehen Sie mich, mir ist es genau wichtig, drum diese etwas eigenartige Analyse, dass ich Ihnen ja sage, eine Stadt besteht immer aus unterschiedlichen Quartieren. Und das, was wir in Vorarlberg im Moment ja machen, finde ich ja absurd, oder? Dass wir im Moment sagen, Vorarlberg ist überall gleich, überall 0,8. Oder 0,9. Oder 0,7. Hä? Naja. Wir reden ein anderes Mal drüber. Okay, Entschuldigung. Sie konnten ja in Berlin jetzt relativ genau die Entwicklung auch nach der Rekonstruktion der europäischen Stadt untersuchen in Ihren Studien. Und das war ja eigentlich die Programmatik, die Sie formuliert haben. Kleihus hat das ja geradezu zum Thema gemacht und Stimmern. Ist das so ein Erfahrungswert, den man da überprüfen kann, den Sie positiv bezeichnen würden? Schauen Sie, Sie kennen ja die Stadt in den 80er und 90er Jahren, oder? Und wenn Sie heute nach Berlin fahren, müssen Sie einfach sagen, die Attraktivität dieser Stadt ist gewaltig gestiegen. Und die Attraktivität dieser Stadt ist gewaltig gestiegen, weil sie sich den Prinzipien der Stadt des 19. Jahrhunderts, so wie sie in ihrer Disposition vorhanden war, verpflichtet gefühlt hat. Also die haben in dieser Kategorie der Gründerzeit, also egal mit welchen Einschränkungen, haben die weitergebaut. Oder? Und das hat in Berlin, oder ich meine, ich könnte Ihnen jetzt nur, das hat in Berlin, finde ich, wahnsinnig viel dieser Stadt beigetragen. Aber die haben eben eine Stadt gebaut. Oder? Und es gibt Beispiele in Berlin aus den 60er, 70er Jahren, oder? Wo Siedlungen waren. Oder? Und wenn die Leute können, was machen sie? Sie ziehen aus den Siedlungen ein und ziehen in die Stadt. Es ist so. Sehen Sie, und ich plädiere einfach dafür, dass wir in Vorarlberg sagen, wir haben ein paar städtische Geschichte, oder? Wir sollten einfach ein paar diese Städte erweitern, aber als Stadt und nicht als Siedlung. Und was wir halt 70 Jahre lang gemacht haben, ist, dass wir Siedlungen gebaut haben. Und jetzt merken wir, das klemmt. Ist einfach, also ist nichts Aufregendes. Gut, ich glaube. Vielen Dank, Dietmar Eberle. Vielen Dank auch, dass Sie so geduldig. Vielen Dank, dass Sie sich so geduldig am Gespräch beteiligt haben. Wir sind sehr gespannt auf den Vortrag in 2 Monaten, wo Ari van der Neut von holländischen Beispielen erzählen wird, in denen er Ihrem Vorschlag folgt und ehemalige Gewerbegebiete in dichte Stadtquartiere umwandelt. Ich hoffe, Sie werden alle wieder dabei sein. Danke.